Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei GTA San Andreas in der letzten Folge. Hier ist noch nichts, okay. Haben wir so eine Mission gemacht? Ich glaube, das war die letzte Folge, oder? Ach nee, in der letzten Folge sind wir zurück in die Grove Street gegangen. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu der Überfallsmission. Ich glaube, das ist am schlauesten. Ja, Mist, nee, die kriege ich nicht mehr. Und die Polizei wendet einfach ultra crazy, okay. Die fahren jetzt der Dame hinterher. Okay, alles klar. Oh nee, nicht wieder so eine Schrottlaube, ey. Ich dachte, hier gibt es irgendwie was halbwegs Vernünftiges. Sieht schlecht aus. Gut, ich muss einmal kurz gucken, wie kommen wir da am besten hin? Am besten über diesen Direkt-Highway, oder? Ja, der führt uns wirklich direkt dorthin. Legt da erstmal den Wegpunkt drauf. Das ist genau die andere Richtung natürlich. Ich glaube, hier gibt es sogar. Gibt es den Weg dorthin? Ja, so halbwegs, ne? Man kann sagen, das ist ein Weg. Oh Gott, das Auto fährt sich so furchtbar. Nee, nach Los Santos möchte ich gerade tatsächlich nicht, sondern eher in genau die andere Richtung, was gerade ein bisschen ungünstig ist. Aber hier können wir direkt wenden. Perfekt. So. Jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. Diesen Weg sind wir auch noch nie lang gefahren. Also das ist crazy. Ich bin echt mal gespannt, ob es jetzt direkt in den Überfall geht oder nicht. Ich muss dazu sagen, falls ich heute ein bisschen verwirrt klinge, nicht wundern, ich habe letzte Nacht einfach ultra wenig geschlafen, weil es war irgendwie so warm, es hat sich nicht richtig abgekühlt und es war irgendwie ultra weirdes Wetter letzte Nacht und dann konnte ich einfach nicht schlafen. Ich hoffe allerdings, ich bin trotzdem halbwegs verständlich. Ja. Mal schauen. Hier ist auch schon das Casino. Übrigens, das hat tatsächlich bisher funktioniert. Immer wenn ich komplett drüber geredet habe, gab es keinen Claim. Letztens wurde allerdings eine Folge komplett gesperrt. Dazu kann ich ja gleich nochmal was erzählen. Jetzt muss ich hier gerade erstmal wieder irgendwas anderes sagen. Ja, es ist im Moment ein kleines bisschen kühler als sonst, aber es ist noch nicht wirklich hier richtig wieder normal kühl. Aber eigentlich ist es so ganz angenehm und das Wetter ist trotzdem immer noch sehr schön und ja, genau. We all good? Yeah, we're good. All right, see you at the back door. Let's roll. Carl, can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Ja, das ist schon der Überfall. Oh, da ist so ein schönes Auto. Das würde ich am liebsten echt klauen. Aber nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben eine Waffe bekommen. Okay. Das finde ich aber nicht so gut. Ich gebe immer extra Geld für Waffen aus. Und dann kriege ich einfach irgendeine, die schlechter ist. Nice. Okay, wir gehen also ganz normal von vornherein. Es wird jetzt ein bisschen verrückt. Ich erinnere mich sehr gut an diese Mission. Sonst fliegst du auf. Oh Gott, ja, jetzt wird da Musik kommen, ne? Oh Gott, wie soll ich da so lange drüber reden? Oh Gott, 3 Minuten 57. Oh Gott, du hast 4 Minuten um das Team. Was? Ich habe es nicht ganz gelesen. Ja, ich bin ganz, ganz cool. Oh Gott, jetzt muss ich hier drüber reden. Das ist so. Eventuell schneide ich den Sound einfach an den passenden Stellen raus oder so. Mal gucken, ob es irgendwie klappt. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich muss hier jetzt erstmal einfach nur durchrennen und irgendwie versuchen, anzukommen. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry. He's ill. Who's Jerry? Shut up. What? I think I got Jerry's call. Uff, okay, Zugangskarte benutzen. Ich hoffe, die Musik ist hier jetzt nicht mehr vertreten. Alright, I'm in the generator room. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it.
Moment. We won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Okay, ich nehme mal gerade wieder alles weg. Steht der Typ noch hier? Ja. I've hacked their emergency lighting protocols. I'm going to blow the charges you placed at the dam. Here goes nothing. Wow! I didn't think that was going to work. I can't see Jack. Head down to the service bay. Ich habe doch keine Ahnung, wo ich lang gehe. Runter? Also, bin ich hier richtig? Da könnten wir uns einen Snack kaufen. Ja, danke. Was ist hier? Moment, wir haben ein Nachtsichtgerät. Damit sehe ich schon mal ein bisschen besser. Wenn uns damit einer sieht, dann RIP. Na klasse, und das in einer Minute 48. Du brauchst etwas Großes, um dieses Tor anzuheben. Ja, ein Gabelstapler ist auf jeden Fall sehr groß. Oh Gott, da kommen mir wieder Memories hoch von dieser Mission mit Ryder damals. So weit, so gut. Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. I've gone over the layout to this place, so I know it back to front. Everybody follow me. Uff. Dass er mit dabei ist, ist vielleicht nicht. Ist vielleicht nicht unbedingt intelligent. Das 7 Minuten, um das Geld zu holen und zurückzukehren. Oh Gott. Natürlich wird das jetzt problematisch. Immerhin ist das jetzt so ein bisschen unsere große Chance, hier Munition abzucachen. Dankeschön. Dankeschön. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ist das Licht mittlerweile wieder an? Ich mach mal kurz, Moment. Also... Es ist nicht wieder an. So viel ist sicher. Oh Gott, er hat mich erschreckt. So, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Ich will eigentlich lieber die Waffe wieder benutzen, weil die ist irgendwie besser. Hätte ich nicht dafür irgendwie Munition kriegen können? Das wäre mir irgendwie mehr recht gewesen. Sorry, Boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Okay, ich mach's jetzt doch mal wieder. Ich setze es mal wieder auf. Okay, we'll set the charges while you watch the door. Okay, Boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. Ich will sie doch aufheben. Okay, ich hab sie. Zerstöre. Das war weiter oben, oder? Oh, fuck. Ungünstig. Zu spät bemerkt. Die waren das doch, oder? Auf Wiedersehen. Geh hinunter und zieh nach dem Team. Okay. Spannend, spannend. Everybody take cover. Oh shit. Where do I go? Where do I go? Fire in the hole. Okay, people, load up the cash. Geh in den Safe. Wuhu. Das scheint schon mal funktioniert zu haben. Curse you, Berkeley. Curse you. Berkeley. Das war doch dieser eine weirde Typ, der die Stadt hätte verlassen sollen, oder? Okay, then we about to have some fun. What you gonna do next?
Das Team wird angegriffen. Wo? Wo? Logik Erdbeerkäse hier. Bring das Team heil zurück zum Van ja in 3 Minuten. Juhu. Okay, Team. Just how we practice. 2x2. Ow. Fuck. Scratch that. Everybody follow Carl. Hi. Ungünstig jetzt. You wanna get blasted, fool? Willst du vielleicht nicht immer vorrennen, weil du blind bist und nicht siehst? Das wäre mir theoretisch schon mal sehr recht, aber wir sind ja eigentlich schon fast da. Mann. Das hat einfach gerade so gar keinen Sinn gemacht. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. So. Mach jetzt mal hier auf den und auf den. Und auf den. So. So weit, so gut. Lebt der noch? Ja, okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist over. I've unloaded the police bikes. Everybody in. You two, change into your police uniforms. Und was ist mit mir? Denk dran, du bist der Köder. Wo ist denn der Dienstaufzug? Und komme ich hier auch raus? Nee, hier ist natürlich zu. Time to show these motherfuckers what's happening. Carl, would you like me to talk you through to the roof? Anything that help, man? Ah, oh, what happened? Damn you, yeah. Berkeley. Damn you! Ah, oh, come on, man. Talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. Mann, der war fies. Mann, die mit den 2 Pistolen sind irgendwie immer übertrieben stark. Wie viel habe ich dem jetzt in seinen Schädel reingewumst? Und den hat es einfach nicht gejuckt. Habe ich einen übersehen? Tschüss. Okay, du musst aufs Dach, da kommt jemand. Ich wusste es. Geh mal kurz hier lang. Ich will irgendwie gerade einfach nur gucken. Ist das auch das Dach? Ja, aber anscheinend komme ich da nicht durch. Okay. Gut zu wissen, wie viel Munition wir für diese Waffe bekommen haben. Unglaublich. Hier ist noch mehr. Nehme ich mit. Darf ich es noch rechtzeitig? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Fuck. So, hier kommen wir immerhin schon mal raus. Oh oh. Ich habe natürlich nichts Passendes da. Danke für nichts. Hallo. Hallo. Okay, das hat schon mal funktioniert. Mann. Ich nehme jetzt einfach mal die andere Waffe. Diese. Und hoffe einfach, dass der Heli dadurch irgendwann abstürzt. Mann, ich sehe halt einfach nichts. Was ist denn los mit dir? Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das, ich werde sowas von sterben gleich. Hallo? Hallo? Da muss ich hin? Oh Gott. Bitte jetzt nicht auf mich schießen. Es ist so knapp. Ja, okay, ich bin tot. Danke für nichts. Also wir kommen noch an, aber dann bin ich tot. Uff. Also müssen wir das nochmal machen. Oder? Ja, okay, ich muss es nochmal machen. Ei, 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 okay.
Ich überlege gerade, wie ich das am schlausten mache. Vielleicht schneide ich es einfach und mache es einfach so nochmal. Ich würde auch das Spiel laden wegen der Munition. Das war jetzt richtig ungünstig, dass ich auf dem Dach so viel Zeit verplempert habe. Ja, ich denke, ich schneide es einfach, oder? Weil ihr müsst euch das jetzt nicht nochmal angucken, wie ich da hinfahre und den ganzen Bums mache. Deswegen ja. Wir sehen uns dann gleich wieder und dann gucken wir mal, wie diese Mission ausgeht. So, ja, ich bin jetzt ein bisschen weiter als vorhin. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Es war auch gerade einfach so knapp mit dem Fallschirmsprung. Ohne Witz, ich habe nicht mal gecheckt, warum. Ich habe den Fallschirm doch sogar theoretisch früher gezogen, oder? Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Weg zum Flugplatz, zum Versteck und wir müssen uns allerdings jetzt ein bisschen niedriger halten, denn gerade war ich tatsächlich schon mal so weit und dann wurde ich abgeschossen. Ja, super nice, deswegen bleibe ich jetzt so ein bisschen low level und hoffe, dass mir das dieses Mal nicht passiert. Das wäre ganz schön. So. Zero, will you hide? I didn't mean to tell Berkeley. It just kinda came out, is all. We are watching, you idiot! Hey, CJ, calm down! You better take me home, CJ. 100.000, okay. Ja, das hat sich gelohnt. Gut, ich würde aber, glaube ich, an der Stelle jetzt die Folge beenden. Ich musste das Ganze ja irgendwie schneiden. Ja, und hier sind wir jetzt durch mit der Stadt. Wir haben jetzt noch zwei Missionsgeber und einen Anruf. Sir. You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. Woher weiß der denn bitte sofort, dass wir das waren? Oh Gott, ja, ich will mir hier irgendwie noch ein cooles Auto suchen, wenigstens für den Rückweg. Weiß ich nicht, das können wir jetzt noch kurz machen. Allerdings habe ich jetzt tatsächlich auch nicht ganz so viel Zeit, denn ich muss gleich nochmal los. Also im Real Life und dann nehme ich später nochmal auf. Ist hier irgendwas Cooles? Nee, und es bringt ja auch nichts, weil ich speichere einfach hier. Das ist der logischste Schritt gerade. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Ich hoffe, dieser Überfall hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich schneiden musste. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.